Meine Damen und Herren, ich rufe die Tagesordnungspunkte 80, 81 und 82 auf. Beschlussempfehlung, Bericht Haushaltsausschuss, Vorlage Rechnungshof, Präsident des Hessischen Rechnungshofs, Bericht nach § 99 LHO über die Evaluation des Derivateeinsatzes im Land Hessen, Drucksache 5180 aus 20 zu Drucksache 4211 aus 20. Und die Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Bericht Landesschuldenausschuss gemäß § Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2020. Hier 68. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2018, Drucksache 5181 aus 20 zu Drucksache 4896 aus 20. Und die Beschlussempfehlung im Bericht des Haushaltsausschusses, Bericht Landesschuldenausschuss gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012. Hier 69. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2019. Siehe Drucksache 5182 zu Drucksache 4897 aus 20. In allen drei Fällen ist Herr Reul der Berichterstatter. Und ich erteile Ihnen das Wort für die Berichterstattung. Herr Präsident, ganz herzlichen Dank. Ich berichte, und zwar zuerst die Drucksache 20/5180. Dort geht es um die Evaluation des Derivateinsatzes im Land Hessen. Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Bericht des Hessischen Rechnungshofs nach § 99 Landeshaushaltsordnung über die Evaluation des Derivateinsatzes im Land Hessen abschließend zur Kenntnis zu nehmen. Das Stimmergebnis war CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD gegen AfD bei Stimmenthaltung Freie Demokraten und DIE LINKE. Ich komme zur nächsten Beschlussempfehlung. Das ist die Beschlussempfehlung zur Drucksache 20/5181. Dort geht es um den 68. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2018. Dort lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt im Plenum folgenden Beschluss zu fassen. Der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Ich komme zur dritten Beschlussempfehlung. Das ist die Drucksache 20/5182. Dort geht es um den 69. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2019. Dort lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt im Plenum folgenden Beschluss zu fassen. Der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Ganz herzlichen Dank. Wir danken für die Berichterstattung, Herr Reul. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Als Erstes hat sich Frau Dahlke von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute über die zwei aktuellen Landesschuldenberichte und den Bericht des Rechnungshofs über die Evaluation der Derivate. Und dafür habe ich jetzt 5 Minuten. Also, die Derivate-Thematik ist keine neue. Sie ist regelmäßig Teil des Landesschuldenberichts gewesen und damit in den letzten Jahren immer wieder vom Rechnungshof, vom Finanzministerium und den Abgeordneten diskutiert worden. Der nun vorliegende Bericht bestätigt unsere grüne Sicht. Der Einsatz der Derivate hat keine Vorteile gebracht, und es ist gut, dass Hessen in Zukunft die Finger davon lässt. Als sich das Finanzministerium zum Abschluss der Derivategeschäfte entschieden hat, waren die langfristigen Zinsen niedriger als die kurzfristigen. Also hat man sich gedacht, es ist doch vorteilhaft, für einen Teil der Kredite Zinsen für einen sehr langen Zeitraum abzusichern. Rückblickend kann man sagen, die Zahlungsströme für den Teil der Kredite, bei dem das gemacht wurde, sind jetzt bekannt und vorhersehbar. Also hat das Finanzministerium mit der Strategie Planungssicherheit für diesen Teil der Kredite erreicht, ein wichtiges Ziel der Kreditverwaltung. Aber die Kredite sollen ja auch möglichst günstig sein. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass es finanziell am besten gewesen wäre, komplett variabel zu bleiben und einfach gar keine
Geschäfte mit langer Laufzeit abzuschließen. Das wäre dann aber ziemlich volatil und für ein Kreditmanagement mit über 40 Milliarden Euro, wie wir es in Hessen haben, überhaupt nicht realistisch, weil das Land dann null Planbarkeit hätte. Mir ist kein Land bekannt, das das so macht. Und für einen öffentlichen Haushalt wäre das nicht praktikabel und auch unverantwortlich. Und deswegen ist es eigentlich auch gut, dass das so nicht gemacht wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Rechnungshof vergleicht die Derivateabschlüsse mit einem fiktiven Geschäft, um den Verlust des Landes zu beziffern. Klar ist, durch den Abschluss sind Nachteile entstanden, wenn man die Zinsen am Abschlusstermin und die niedrigeren Zinsen am Starttermin vergleicht. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. In dem Derivatebericht ist es etwas komplexer und detaillierter natürlich dargestellt. Je länger die Niedrigzinsphase andauert, in der wir sind, desto weniger vorteilhaft sind die Derivate. Allerdings waren die Vergleichsgeschäfte für das Land, also die Vergleichsgeschäfte, die der Rechnungshof benutzt, so nicht verfügbar. Und der Euribor könnte während des sehr langen Zeitraums der Derivate auch wieder über den fixierten Zins steigen. Daher muss man die Frage etwas differenzierter betrachten. Und wirklich einen Strich drunter machen kann man auch erst ganz am Ende der Laufzeit. Was sich aber mit Blick auf die langfristige Zinssicherungsstrategie des Landes deutlich herauskristallisiert, ist, niemand sollte davon ausgehen, klüger zu sein als die Zinsmeinung des Marktes. Die Zinsoptimierung, die gibt es nicht ohne ein höheres Risiko. Und deswegen kommt der Rechnungshof zum Schluss, durch den Abschluss der Derivate mit einem großen Gesamtvolumen, einer langen Laufzeit und einem ähnlichen Zinsniveau wurde eben erst eine Anhäufung von Risiko überhaupt erst geschaffen. Und trotzdem, das ist mir relativ wichtig, war das hier keine Spekulation oder Zockerei. Spekulation ist, je höher der Gewinn, der erzielbare Gewinn, desto riskanter setze ich da drauf. Und das wurde hier nicht gemacht. Im Finanzministerium arbeiten keine Zocker, sondern Landesbedienstete, die im Sinne des Landes Zinsschwankungen begrenzen wollen. Und sie hatten dabei die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf ihrer Seite, als sie wie die allermeisten Chefinnen-Volkswirte damals davon ausgegangen sind, dass sie die Zinsen auf einem historisch niedrigen Zinsniveau zum Wohle des Landes festschreiben können. Und die beiden aktuellen Landesschuldenberichte zeigen uns, das hochkomplexe Kreditmanagement des Landes wird vom Kreditreferat jeden Tag professionell gemanagt. Sie tragen dazu bei, dass das Land jederzeit seine Rechnungen bezahlen kann, seinen Beamtinnen pünktlich ihr Geld überweisen kann und seine Kommunen auch in so einer Krise, wie wir sie im Moment erleben, unterstützen kann. Und dafür sollten wir Ihnen auch unseren Dank aussprechen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben über den vorliegenden Derivatebericht vor 3 Wochen im Haushaltsausschuss auch schon sehr intensiv diskutiert. Am Ende steht die Erkenntnis, das Kreditmanagement des Landes muss gleichzeitig variabel genug sein und trotzdem eine gewisse Planbarkeit mit sich bringen. Die Planbarkeit hat dabei Vorrang vor möglichst günstigen Zinsen, und dafür braucht es eine insgesamt stimmige Strategie. Braucht es dafür den Einsatz der Derivate? Für uns Grüne ist klar, nein, und der Rechnungshof hat das bestätigt. Die Derivate haben aus heutiger Sicht keinen Vorteil gebracht. Und deswegen ist es gut, in die Zukunft zu schauen. Die schwarz-grüne Koalition hat die Empfehlung des Rechnungshofs umgesetzt aus dem Bericht und die Derivateermächtigung dieses Jahr aus dem Haushaltsgesetz gestrichen. Wie schon seit unserer Regierungsbeteiligung 2014 wird das Land Hessen also in Zukunft auch keine Derivate mehr einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dahlke. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Heidkamp zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zu den einstimmig befassten Beschlüssen erübrigt sich eine weitere Kommentierung. Wir tragen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses über den Bericht des Hessischen Rechnungshofs über die Evaluation und die zukünftige Handhabung des Derivateeinsatzes im Lande Hessen im Prinzip mit.
Unsere Kritik und damit unsere Ablehnung des Beschlusses bezieht sich lediglich auf die Aufrechterhaltung der verbliebenen Möglichkeit des Derivateeinsatzes im Bereich der Negativzinsen. Wir plädieren für eine konsequentere Haltung. Das Finanzministerium sollte auch in diesem Bereich der Kreditkostenabsicherung in Zukunft nicht mehr tätig werden. Die ausgewiesenen Spezialisten des Finanzministeriums, an deren Qualifikation wir zu zweifeln keinen Grund haben, befanden sich in einer vergleichbaren Lage wie die Kämmerer im Fall der Greenskill Bank, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Die einen wollten dem Land steigende Zinskosten wegen der aufgenommenen Kredite ersparen, die Kämmerer wollten ihre Kommunen und Städte vor den finanziellen Verlusten bewahren, welche den von ihnen betrauten Vermögenswerten aufgrund von Negativzinsen für ihre Einlagen drohten. Dabei sind sie Risiken eingegangen und haben verloren. Für ein Casino waren sie beide nicht ausgebildet. Es mag vereinzelte Verfehlungen geben. Beide Situationen liegen aber grundlegende Falschentwicklungen zugrunde, für die man weder die Mitarbeiter des Ministeriums noch die Kämmerer verantwortlich machen kann. Der erste und vornehmliche Grund ist der gewaltige und kontinuierliche Aufbau über Jahrzehnte der öffentlichen Verschuldung. Der zweite Grund ergibt sich aus dem ersten, da die nicht mehr tragbare Verschuldung der Staaten über den Euro zu einer Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nicht mehr marktgerechten Zinsverhältnissen führt. Bei der Präsentation der Entwicklung des Derivateeinsatzes wurde uns eine beeindruckende Grafik gezeigt, bei der man zum Zeitpunkt des Abschlusses der Derivate eigentlich nur davon ausgehen konnte, dass die Zinsen wieder steigen würden, entgegen der zuversichtlichen Erwartungshaltung der Mitarbeiter des Finanzministeriums kam es aber dann doch zu Negativzinsen. Die Kämmerer haben sich ebenfalls im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht versucht, ihre Kommunen und Städte vor einem Vermögensverfall zu schützen, der sich aus dem unter Normalbedingungen erzielbaren Ausgleich der Inflationsverluste verstärkt durch den Effekt der negativen Zinsen auf Einlagen ergeben hätte. Es ist leicht vorstellbar, dass man ihnen bei einem anderen Verhalten und einer Anlage in einer sicheren Bank zu Negativzinsen hinterher ebenfalls große Vorwürfe gemacht hätte. Um aus diesen Problemen wieder herauszukommen, müssen wir einen progressiven Abbau der öffentlichen Staatsverschuldung bewerkstelligen und dafür Sorgen tragen, dass unsere Währung nicht auch noch externen Risiken durch die Übernahme der Staatsverschuldung anderer Länder ausgesetzt ist. Letztendlich stellt sich damit die Frage einer strengen Auswahl von Ländern, mit denen wir in einem gemeinsamen Währungsraum agieren wollen. Im Dilemma der Kämmerer stecken mittlerweile Millionen von deutschen Haushalten, und man drängt sie mit ihren Sparguthaben und Altersversicherungen in immer risikoreichere Finanzanlagen. Wir sollten aufhören, uns mit den Symptomen der Krankheit zu beschäftigen und uns für heilende Maßnahmen einsetzen. Danke, Herr Heidkamp. Für die FDP hat sich Frau Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, man könnte so ein bisschen sagen, gut Ding braucht, weil der Rechnungshofbericht, lange ersehnt, oft erfragt, zum Einsatz von Derivaten für das Schuldenmanagement des Landes wurde uns vorgelegt und war Gegenstand intensivster erster Erörterungen. Dazu komme ich gleich im Haushaltsausschuss. Ja, der Bericht gibt wichtige Informationen. Der Bericht spricht aber auch von Risiken, die man im Finanzministerium eingegangen ist. Und der Bericht wirft einiges an weiteren Fragen auf. Fragen, die aus Sicht der Freien Demokraten noch nicht ausreichend beantwortet sind.
Auch die Ausführungen der Landesregierung zu meiner Kleinen Anfrage, die ich im Nachgang nach der Veröffentlichung des Berichts gestellt hatte, im Ausschuss geben leider keine vollständige Aufklärung. Es bedarf weiterer Aufklärung, nämlich um eine der Kernfragen, um die es hier geht, zu beantworten. Wurde das Engagement in dem sicher unstrittig hochkomplexen Markt mit der gebotenen Sorgfalt angegangen und auch begleitet? Ja, es ist rechtmäßig gewesen. Das ist absolut unstrittig. Es geht auch hier nicht um Zocken, oder Sie haben das schon einmal im Ausschuss gesagt, Frau Kollegin Dahlke. Das stellt wirklich niemand in Frage. Aber die Frage nach der Verantwortung, ob das richtig war, die ist natürlich Aufgabe angesichts der Größenordnungen. Auch die Wirtschaftlichkeit des Engagements, die Alternativbetrachtung. Ich meine, jeder kleinen Kommune geben wir vor, nach der LAO eine Alternativbetrachtung zu machen. Ich meine, bei 30 Milliarden Schulden sollte man schauen, wie man da das Zinsmanagement macht. War das alles ausreichend? Gewisse Anhäufung von Risiken, wörtliche Rede, Zitat, nennt der Hessische Rechnungshof das höflich. Aktuell steht ein Verlust von mehr als 4 Milliarden Euro in den Büchern. Wie wird sich dieser Schaden entwickeln? Und der ist nicht so fiktiv, oder der eine oder andere sagte sogar in dem Ausschuss, vielleicht wird es sich auch verkehren, es wird alles positiv. Ich meine, ich bin ein optimistischer Mensch, aber allein da fehlt mir auch als nach wie vor aktive Katholikin der Glaube. Einsatz solcher Finanzierungsinstrumente ist komplex, ist fachlich herausfordernd. Doch wir müssen uns schon fragen, angesichts der Player, die hier agieren, ist der Staat überhaupt in der Lage, ein solches komplexes Marktgeschehen angesichts der Risiken, die auch nicht strittig sind, zu begleiten? Man hat auf Zinssenkungen abweichend vom Markt gesetzt. Swaps haben wir gelernt, auf 50 Jahre. Wir haben auch gelernt, das ist eine extrem lange Laufzeit, ungewöhnlich. In Beantwortung der Kleinen Anfrage der FDP, 40 Jahre Zinssicherung, weil billiger als 10 Jahre, das ist klar. Aber das Risiko, diesen Schritt zu gehen, sich so lange zu binden, ohne Kündigungsmöglichkeit, nur die Kündigungsmöglichkeit der Bank, das muss man sich, das ist das Risiko fundiert abgewogen worden. Und die Suche nach den Fakten, nach den Entscheidungskriterien ist eine ganz nüchterne Sache. Die hat nichts mit gut, schlecht oder zocken oder so zu tun. Fragen bleiben in dem Zusammenhang, wer hat was herbeigebracht an wichtigen, wissenswerten Argumenten oder Fakten, ist die Aktivität z.B. der Helabar. Es gibt ein Beratungsmandat der Helabar 2007 bis 2012. Gab es zusätzliche unabhängige fachkundige Prüfungen, außer der mit Sicherheit fachkundigen Menschen dort? Gab es ausreichende Erkundungen zur Meinungsbildung in den Gremien, in den politischen Gremien? Daher wird ja sehr viel konzentriert, das hören wir wahrscheinlich auch wieder, an den Landesschuldenausschuss. Warum gab es dokumentiert, wirklich dokumentiert, nicht nur behauptet, nur Beratung, Expertise durch die Helabar, und zwar über Jahre hinweg? Die Expertise anderer Länder zu den komplexen Finanzierungsinstrumenten war eine Frage im Ausschuss gewesen von mir. Der Verweis oder in der Anfrage, Entschuldigung, der Verweis auf wöchentliche Telefonkonferenzen, die, glaube ich, überall herrschen zwischen Ministerien allgemeiner Art, der geht etwas zu dünn darüber. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Schardt-Sauer. Ja, dann haben wir gelernt, der Portfoliobeirat, da waren die Fachabteilung und die Helabar drin. Den gibt es nicht mehr. Auch so eine Sache. Der Bericht des Rechnungshofs dient nicht allein der Zinsentwicklung, sondern, und darauf möchte ich es konzentrieren, um zum Schluss zu kommen, wie vom Präsident angemahnt. Und es geht auch nicht zu sagen, das ist vergangen und die Zukunft. Das Land ist Sachwalter der Steuerzahler. Und da reicht es nicht, es ist jetzt mal gut, sondern wir müssen forschen. Das kann der Hausbesitzer sagen. Aus unserer Sicht ist noch eine Menge Aufklärung nötig. Es gibt noch einiges zu tun. Das Buch Derivate, Frau Schardt-Sauer, kann man bitte nicht einfach schließen. Ich mache das Buch jetzt zu, sonst wird der Präsident arg böse auf mich. Vielen Dank.
Das wäre ich natürlich nicht geworden, Frau Schardt-Sauer, aber danke sehr. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Weiß zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, zwei Landesschuldenberichte und ein Sonderbericht des Rechnungshofs zum Derivateeinsatz in 5 Minuten. Das ist eine harte Aufgabe. Im Haushaltsausschuss haben wir über 7 Stunden diskutiert. Ich will mich hier mal auf 2 Punkte konzentrieren. Ansonsten wird das sehr sportlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung hat sich immer gerühmt, wie viel Schulden sie in den letzten Jahren zurückgezahlt hätte. Deswegen könnte man jetzt ja so gut dastehen. 200 Millionen Euro 2018, 200 Millionen Euro 2019, weil man ja so gut gewirtschaftet hätte. Der Pro-Kopf-Vergleich der Länder in den Schuldenberichten, die wir hier vorliegen haben, gibt uns jetzt einmal die Möglichkeit, schwarz auf weiß vom Landesrechnungshof zu schauen, wie gut sind wir denn wirklich gewesen? Wie steht denn Hessen im Vergleich? 32 Euro pro Kopf bedeutete im Jahr 2019 Platz 8 im Ländervergleich. Rheinland-Pfalz und Doris Ahnen hat das 6,5-fache zurückgezahlt an Schulden wie das Land Hessen, obwohl das Land wirtschaftlich deutlich schwächer ist als Hessen. Hamburg sogar mehr als das 10-fache. Im Jahr 2018 war Hessen sogar nur auf Platz 10. Beim Schulden zurückzahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland gab es viel mehr Länder, die Schulden zurückgezahlt haben, die besser dabei waren als Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das jetzt vom Rechnungshof schwarz auf weiß. Sie können sich nicht mehr rausreden. Wir haben es seit Jahren gesagt. Jetzt haben wir es bestätigt. Die Landesregierung hat in den letzten Jahren, in den guten Jahren, schlicht und einfach viel zu wenig Schulden zurückgezahlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der zweite Punkt aus den Landesschuldenberichten und aus dem Derivatebericht, da muss man natürlich auch noch einmal darauf eingehen. Und bei der Feststellung, dass die CDU nicht mit Geld umgehen kann, sind wir dann beim Derivatebericht des Hessischen Rechnungshofs. Die CDU-geführte Landesregierung hat vor 10 Jahren gesagt, wir haben eine tolle Idee für unser Zinsmanagement. Es gab damals eine inverse Zinskurve, die Kollegin Dahlke hat es gesagt. Das heißt, man hat für langfristige Kredite deutlich weniger zahlen müssen als für kurzfristige Kredite. Das ist ungewöhnlich. Und da hat die Landesregierung gesagt, Mensch, das machen wir, und hat einen erheblichen Teil der Schulden des Landes mit einem festen Zinssatz angelegt. Und zwar, wenn, dann so richtig, für 40 Jahre. Und noch einen sogenannten Forward-Swap davor geschaltet. Das heißt, dass das Geschäft von 40 Jahren erst in 10 Jahren Gültigkeit hat. Also insgesamt 50 Jahre. Das ist der Sachverhalt. Blöd ist nur, dass so eine inverse Zinskurve, von der Frau Dahlke eben gesprochen hat, in der ökonomischen Fachwelt klar für eine Rezession spricht. Und was machen Zentralbanken in einer Rezession? Das, was sie immer machen, sie senken die Zinsen. Und genau das, was die wirtschaftswissenschaftliche Wahrheit ist, was der Rechnungshof auch im Haushaltsausschuss bestätigt hat, haben die Zentralbanken gemacht. Sie haben die Zinsen gesenkt. Und so war es dann so, dass das Land Hessen auf lange Zeit einen hohen Zinssatz bezahlt, während inzwischen die Zinsen immer weiter gepurzelt sind, inzwischen der 3-Monats-Euribor sogar im Minus ist. Und der Landesrechnungshof hat sich jetzt angeschaut, wenn wir diese Geschäfte vor 10 Jahren abgeschlossen hätten und ohne diesen Forward und jetzt abschließen würden, wie viel hätten wir denn da gespart bzw. wie viel haben wir jetzt verloren? Und sie kamen auf die unglaubliche Summe von 4,2 Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die Fakten, die der Rechnungshof zusammengetragen hat. Politisch bewerten müssen wir das. Die CDU-geführte Landesregierung hat eine riskante Zinswette abgeschlossen und verloren. Sie hat mit den Forward Swaps sogar Optionshandel betrieben und dafür 4,2 Milliarden Euro verloren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer übernimmt dafür eigentlich die Verantwortung? Wer übernimmt dafür eigentlich die politische Verantwortung? Niemand. Stattdessen wird das heruntergespielt. Es wird von der Landesregierung heruntergespielt. Sogar die grüne Koalitionspartnerin spielt das hier herunter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 45 Jahren thematisierte die Hessen-CDU einen Verlust, der Hehler war, von 2 Milliarden Euro. Sie haben dabei sogar eine Plakatkampagne gemacht damals. Lieber Albert Oswald, 2 Milliarden Euro hast du verloren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel zur Plakatkampagne damals.
Damals ist ein Ministerpräsident zurückgetreten für diese 2 Milliarden Mark. Heute geht es um die vierfache Summe. Und der zuständige Finanzminister räumt nicht einmal Fehler ein. So sieht die politische Verantwortung und Verantwortungsübernahme in diesem Jahr unter Schwarz-Grün aus. Herr Weiß, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Stattdessen diese Laufzeit, wie gesagt, ist der eigentliche Skandal von 50 Jahren. Man kann auch nicht sagen, dann weiß man erst, ob die Geschäfte erfolgreich waren oder nicht, weil dann ist erst recht niemand mehr da, der politische Verantwortung übernehmen kann. Heute muss man es bewerten, und heute kommen wir zu der Bewertung, dass ein riesiger Schaden für das Land Hessen entstanden ist und dass niemand von der damals verantwortlichen CDU-Regierung bereit ist, dafür einzustehen. Wir werden aber nicht nachlassen. Es gibt viele Fragen dazu, und damit komme ich zum Schluss, Herr Präsident. Fragen zum Beispiel, wie sich der Brexit auswirkt auf Geschäfte mit Banken, mit englischen Banken, die auch bei den Derivaten mit involviert waren. Wir werden weiter Fragen stellen, wir werden weiter rechnen, wir werden weiter nachhaken, und wir werden niemand aus der politischen Verantwortung für diesen Skandal entlassen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Weiß. Für die Fraktion der Linken hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was lange währt, wird endlich gut. Das gilt für den Bericht des Landesrechnungshofs zu den Derivatgeschäften des Landes Hessen. Das gilt aber leider nicht für den Einsatz dieser Derivate. Im August 2018 schlug ein Bericht der Welt hohe Wellen, wonach das Land Hessen mehrere Milliarden mit Derivatgeschäften verzockt hätte. Wir haben bereits 2018 diesen Schaden versucht zu beziffern. Die schon damals angelaufenen Geschäfte hatten einen Schaden von über 3 Milliarden Euro verursacht. Der Bericht nach § 99, der jetzt der Rechnungshof vorgelegt hat zum Derivateinsatz des Landes Hessen, der bestätigt die Kritik der Linken am Einsatz der Derivatgeschäfte, insbesondere am Einsatz der Forward-Payer-Swaps. Und deswegen sind wir dankbar, dass dieser Bericht vorliegt. Der Rechnungshof bestätigt die Schätzungen und Berechnungen der Linken und beziffert den Gesamtschaden auf mindestens 4,2 Milliarden Euro. Das Land hat Derivate im Schuldenmanagement abgeschlossen, diese Forward-Payer-Swaps. Dabei werden zwei Kreditgeschäfte kombiniert. Zum einen werden Variable in feste Zinsen getauscht. Es wird ein bestimmtes Zinsniveau festgelegt. Zum anderen aber, und das ist der Punkt bei den Forwards, geht es darum, dass sich Bank und das Land Hessen darauf verständigen, einen bestimmten Zins für ein Kreditgeschäft in der Zukunft abzuschließen. Und dieser Forward ist allein deswegen schon spekulativ, weil man sich ja zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf ein zukünftiges Zinsniveau verständigt. Das Land hat bei diesen Geschäften den Zins teilweise 10 Jahre im Voraus festgelegt. Und, meine Damen und Herren, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das CDU-geführte Finanzministerium hat auf einen Zins in 10 Jahren gewettet. Und man kann immer über Begriffe streiten, aber das ist keine Zinssicherung. Das kann man getrost als Wette oder aber auch als Zockerei bezeichnen. Und man soll ja schon noch die Dinge beim Namen nennen. Die Landesregierung hat sich dann immer rausgeredet, hat gesagt, nein, das waren doch alles Versicherungen. Der Rechnungshof hat jetzt unmissverständlich festgestellt, dieser Vergleich ist unzutreffend, weil die Prämie im Unterschied bei einer Versicherung nicht beim Abschluss des Geschäftes ersichtlich ist. Das zentrale Argument der Landesregierung für den Abschluss dieser Geschäfte ist insofern nicht mehr haltbar. Und man hat ja die Risiken noch erhöht durch einseitige Kündigungsoptionen seitens der Banken. Den Vorteil hatten die Banken, das Land hat in die Röhre geschaut. Also wer solche Geschäfte abschließt, der muss sich schon gehörige Fragen gefallen lassen. Der Schaden, der aus diesen Geschäften entsteht, der steht auch bereits heute fest, nicht erst in der Zukunft. Und dafür schauen wir uns den Zins an, den man vereinbart hat mit einem vergleichbaren
Geschäft zum Anlaufen des Kredites, der da wirklich verfügbar war. Und dann, wenn man das alles berücksichtigt, dann kommt der Rechnungshof auf satte 4,2 Milliarden €. Meine Damen und Herren, vom grünen Finanzexperten und Ex-MdB-Schick verdanken wir den Hinweis, das ist eine Größenordnung wie bei Wirecard und Comex. Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Dafür muss doch jemand die Verantwortung übernehmen. Ja? Und wir müssen uns dann noch einmal genauer anschauen, wie man denn zu diesen Fehlentscheidungen gekommen ist. Und im 58. Schuldenbericht 2008 da finden sich bemerkenswerte Hinweise, nämlich dass das Finanzministerium verstärkt nun auf strukturierte Derivate 2008 setze, deren Zwecke eben nicht der Ausgleich von Strukturen eines Grundgeschäftes diene. Und man habe dazu einen Beratervertrag mit der Helabar abgeschlossen. Überhaupt in den folgenden Jahren immer wieder die Helabar, die das Land bei den Derivaten beraten hat. Und deswegen muss man sich die Rolle der Helabar genauer anschauen, insbesondere deswegen, weil sie selber auch noch Derivatgeschäfte mit dem Land abgeschlossen hat. Eine, wie ich finde, nicht besonders glückliche Verquickung von Interessen, meine Damen und Herren. Und auch der Rechnungshof kommt auch zu dem Ergebnis, dass die Bildung der Zinsmeinung, dass man sich damit verspekuliert hat und dass die Annahme, die Zinsen würden bald wieder steigen, schlicht und ergreifend falsch waren. Und viele Expertinnen und Experten meinen ja, dass überhaupt die Bildung einer Zinsmeinung eine ziemlich unsinnige Sache sei. Das Land hat Das Land hat sich mit den Derivatgeschäften verzockt. Dieser Skandal kostet das Land jedes Jahr rund 100 Millionen €. 4,2 Milliarden € wurden in den Sand gesetzt. Und diese Praxis die muss endlich aufgeklärt werden. Es reicht nicht, das für die Zukunft zu verbieten. Es muss in die Vergangenheit geschaut werden, und es muss Verantwortung übernommen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Reul zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sollten die Debatte etwas versachlichen. Punkt 1, Frau Schardt-Sauer, zum bezeichnenden Zeitpunkt waren Sie damals mit in der Regierung. Punkt. Zur SPD kann man nur sagen, Zitat aus dem Schuldenbericht, dort ist die Aussagekraft, der Schuldenbericht ist durch die Corona-Pandemie nur sehr begrenzt möglich. Trotzdem können wir ein paar Zahlen nennen. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung steht Hessen im Ländervergleich im vorderen Mittelfeld auf Platz 6. Der Zinsaufwand ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken und steht derzeit bei 950 Millionen €. Zum Vergleich, im Jahr 2010 waren es noch 1,3 Milliarden €. So viel vielleicht dazu erst einmal zu dem Thema Landesschuldenbericht, Herr Kollege Weiß, weil Sie ja dieses Thema aufgeführt haben. Kommen wir dazu, was der Rechnungshof festgestellt hat. Ganz nüchtern. Es gibt keine Hinweise auf rechtliche Verstöße. Das Ziel der Planungssicherheit zu möglichst günstigen Konditionen wurde aus heutiger Sicht erreicht. Das fixierte Zinsniveau aus 2011 kann bei steigenden Zinssätzen noch vorteilhaft sein. Die Wirtschaftlichkeit kann erst nach Ablauf des Swaps abschließend beurteilt werden. Empfehlung: Nur noch zur Absicherung von Negativzinsen sollen diese Instrumente eingesetzt werden. Wie Sie wissen, haben wir dies schon angepasst und dort zu einem Gesetz beschlossen. Und seit dem Jahr 2014, meine Kollegin Dahlke hat es erwähnt, sind keine Derivate mehr abgeschlossen worden für diese Dinge. So, was kann daraus geschlossen werden? Zwei Punkte können wir daraus schließen. Erstens: Hessen hat rechtmäßig gehandelt. Und zweitens, Hessen hat sein Ziel, nämlich der besseren Planbarkeit der Zinsbelastung, erreicht. Das und nicht mehr sind die gesicherten Erkenntnisse der Untersuchung des Landesrechnungshofes. Gerade die Planbarkeit bzw. die Versicherung gegen Zinsänderungsrisiken war das erklärte Hauptziel der Landesregierung. Und dabei hat Hessen insgesamt, das wissen Sie, nur 20% des Kreditportfolios abgesichert, die restlichen 80% werden zu normalen Konditionen am Kreditmarkt aufgenommen.
Und wie gesagt, Sie werden aufgenommen oder abgesichert, Herr Kollege, wie Sie das nennen wollen. Ich glaube, wir können an dieser Stelle uns mit großem Dank an den Rechnungshof wenden, der in detaillierter Sacharbeit mit großer Fachkenntnis einen Bericht erstellt hat, der ein umfassendes Bild der Lage und verschiedene Seiten des Sachverhaltes beleuchtet. Wie gesagt, wir haben im Landesschuldenausschuss dies unter der Beteiligung der jeweiligen auch sehr detailliert diskutiert und haben das auch im Haushaltsausschuss noch einmal von vielen Seiten her beleuchtet. Insgesamt, meine Damen und Herren, es ist sehr schade, dass vonseiten der Opposition bei diesem überaus komplexen Thema mit überspitzten Darstellungen versucht wird, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das wissen Sie, das darf heute nicht fehlen. Der ehemalige finanzpolitische Sprecher der SPD, Herr Norbert Schmidt, hat es 2018 besser zusammengefasst. Er sprach damals am 5. September 2018 im Haushaltsausschuss im Zusammenhang mit den Berichten der Welt, Herr Schalauske, Sie haben sie angesprochen, ich zitiere, ich würde deswegen nicht von Spekulation sprechen, aber es ist ein Risiko. Und anschließend im Plenum am 12. September erklärte er, ich zitiere, um niedrige Zinsen im Vergleich zu der bisherigen Zinsbelastung zu sichern, kann der Einsatz von Derivaten ein sinnvolles Mittel sein. Der Grundsatz der Zinssicherung ist akzeptabel und gerechtfertigt. Das habe ich persönlich auch immer mitgetragen. Zitat Ende. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Schalauske, Sie sagten vorhin das Wort Zockerei. Auch dazu hat der Rechnungshof Stellung genommen. Und zwar, Herr Dr. Wallmann hat im Haushaltsausschuss am 27. Januar diesen Jahres gesagt, ich zitiere, der Rechnungshof habe seine Untersuchung mit einem Screening auf Zockereien außerhalb der Derivate oder in einem noch viel spekulativeren Bereich ausgeweitet, dafür aber kein Indiz gefunden. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe vielmehr festgestellt, dass ausschließlich im Rahmen der jeweiligen Haushaltsgesetze gehandelt worden sei. Zitat Ende. Ich glaube, dies, meine sehr geehrten Damen und Herren, und im Anbetracht auf den Blick der Zeit, kann man zusammenfassen, es gibt drei Punkte. Erstens, Hessen hat rechtmäßig gehandelt. Zweitens, Hessen hat mit Augenmaß gehandelt und nicht gezockt. Und drittens, das Ziel der Planbarkeit ist erreicht. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Reul. Für die Landesregierung spricht als nächstes Staatsminister Boddenberg. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident. Ich kann unmittelbar anschließen an die Ausführungen von Kollegen Reul und will zunächst einmal sagen, dass die Dinge heute Abend ja nach dem alten bekannten Muster ablaufen, das wir auch schon im Haushaltsausschuss und an anderer Stelle erlebt haben. Nämlich, es wird zunächst einmal ordentlich Wort geschöpft und Vokabular bemüht. Zockerei, es ist gewettet worden, es ist spekuliert worden. Dann kommt man mit ein paar Fachterminologien, Derivate, Forward-Swaps, die ja unzweifelhaft richtig sind, Herr Weiß. Dann rührt man noch ein bisschen Wirecard und Cum-Ex ein und schreit dann Skandal und glaubt, dass man damit eine Story hat. Ich will schon mal vielleicht, Herr Weiß, an einer Stelle schon noch einmal eingreifen. Weil beim Wort Skandal kommen Sie auch noch auf die Idee zu sagen, dass schon die Laufzeit ein Skandal sei. So habe ich Sie eben verstanden. Ja, was machen denn zurzeit Landesregierungen in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, die Papiere kaufen über 50 bis 100 Jahre? Ich nehme mal Nordrhein-Westfalen als Beispiel. Das machen die seit einigen Jahren. Da können Sie doch nicht allen Ernstes, wo wir nicht nur alleine sind, sondern fast alle Länder mittlerweile zu sehr teilweise langen Laufzeiten übergehen, da können Sie doch nicht einfach mal sagen, das ist skandalös. Da können Sie auch schon sagen, es ist skandalös, wenn ich anstatt 5 Jahren Festzinsvereinbarungen 10 Jahre mache. Und was wir machen und gemacht haben, ist schlichtweg, und Sie wissen, dass der Rechnungshof rein rechtlich gar nichts zu beanstanden hat. Der hat an einigen Stellen eine andere Position, als ich sie beispielsweise auch habe und hier auch vortrage. Es ist darauf hingewiesen worden, dass Sie sagen, der Rechnungshof kommt zu einem Schaden von 4,2 Milliarden €. Ich sage, ja, das kann man ja machen, wenn man eine Zwischenrechnung macht. Ich komme auf ein Ergebnis erst dann, wenn wir am Ende Vollzug haben. Da sagen Sie, das dauert ja noch 30 Jahre. Da sage ich, ja, das ist nun einmal so bei Papieren, die auf 40 Jahre angelegt sind und vorwärts über 8, 9 Jahre im Vorhinein in den Zinskonditionen und sonstigen Konditionen festgelegt worden sind. Also, Herr Weiß, ich finde,
Sie haben an mancher Stelle durchaus sehr sachliche, konstruktive Beiträge in dieser, auch dieser Debatte geliefert. Aber das, was Sie heute versuchen, im Verbund mit Herrn Schalauske von den LINKEN, war eindeutig sehr, sehr durchschaubar. Und ich glaube, es haben nicht nur ich, sondern andere gemerkt. Ich will zu zwei, drei Punkten aber auch schon noch etwas sagen. Und zwar sehr deutlich. Es ist zu Recht darauf hingewiesen, Herr Kollege Hahn und ich, wir waren damals, glaube ich, in ähnlicher Situation, zwar im Kabinett, aber nicht unmittelbar verantwortlich. Es ist darüber gesprochen worden, dass das in regelmäßigen Abständen im Landesschuldenausschuss thematisiert worden ist. Wir haben diese Debatte auch im Haushaltsausschuss geführt. Herr Weiß hat darauf hingewiesen, ziemlich viele Stunden. Jetzt kann man über 5 Minuten Redezeit klagen. Ich bin gerne bereit, auch tiefer einzusteigen, wenn Sie das mögen. Aber was nicht geht, ist am Ende des Tages zu gucken, mit kurzen, knappen Überschriften mache ich hier heute einen Punkt. Das können Sie machen, aber es ist durchschaubar. Und wenn Sie sagen, ich nehme noch mal einen Punkt raus, die Zinsmeinung sei irrelevant. Ja, Entschuldigung, Herr Schalauske, was ist denn dann von Relevanz, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute in der Kreditverwaltung tagtäglich ihren Aufgaben nachgehen, um die Verbindlichkeiten des Landes möglicherweise auslaufende Anleihen zu prolongieren? Was machen die denn dann? Ja, die bilden sich eine Zinsmeinung logischerweise. Und Sie haben völlig vergessen, da Sie das von vornherein ja alles diskreditieren, Sie haben völlig vergessen, darauf hinzuweisen, dass zum damaligen Zeitpunkt 75% der Zinsmeinung die waren, dass die Zinsen wieder nach oben gehen. Und das gleiche Problem hatte Nordrhein-Westfalen, wenn Sie 2,3 Milliarden, glaube ich, war es, im Jahr 2019 über 50 Jahre fix abgeschlossen haben, dass Sie nämlich gucken mussten, macht das Sinn, zu diesen Konditionen, die der Markt hergab, zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. Auch die brauchten dazu eine Zinsmeinung. Ja, was denn sonst? Sollen wir Kaffeesatz lesen oder die Glaskugel bemühen? Das hat eine hohe Professionalität, was dort passiert. Und dann kann man am Ende immer noch sagen, ich hätte das alles viel besser gewusst. Ich hätte von vornherein auf variable Zinsen gesetzt. Dann wäre das Ergebnis heute ein anderes. Ja, stimmt. Aber ich sage Ihnen, ich bleibe dabei, auch wenn es eben hinterfragt oder kritisiert worden ist. Es ist nichts anderes als eine Versicherung, über einen langen Zeitraum eine Planungssicherheit zu haben. Es ist nichts anderes. Und mein Kollege Thomas Schäfer hat genau das schon 2018 hier so vorgetragen. Und dem kann ich mich nur anschließen. Und ein letzter Punkt, Herr Weiß, weil Sie ja versuchen. Ja, ich rede ein bisschen schneller, weil die Zeit ist ja auch dann auch fortgeschritten. Der letzte Versuch, den Sie versuchen, war ja dann der, zu sagen, die CDU und mit Geld umgehen können. Also, wenn wir Ihnen und den Kollegen der Vorgängerfraktionen und Mitglieder bis hin zu meinem Freund Thorsten Schäfer-Gümbel immer gefolgt wären, wären die Haushalte wahrscheinlich in einem absolut desolaten Zustand des Landes. Ich habe Ihnen einmal vorgerechnet, dass Sie irgendwann bei 4 Milliarden Mehrforderungen waren, weil das Einzige, was von SPD aus Opposition ja häufig kommt, ist früher, schneller und vor allen Dingen mehr Geld. Für was auch immer. Meistens sind Sie ja inhaltlich sogar bei uns. Und jetzt kommen Sie heute, und ziehen einen kleinen Extrakt aus dieser Statistik des Landesrechnungshofes und sagen, da ist Hessen aber nicht gut beim Schuldentypen. Ja, wenn Sie die Statistik isoliert betrachten, haben Sie ja vielleicht sogar recht. Aber Sie könnten ja dann noch vielleicht hinzufügen, dass wir seit 2016 3 Milliarden € erwirtschaftet haben, in dem Sinne, dass wir davon getilgt haben, dass wir davon in die Altersrücklage betone ich, gesteckt haben, einige 100 Millionen, und dass wir weit über 1 Milliarde Konjunkturausgleichsrücklage, also 3 Milliarden in Summe geschaffen haben. Das hätten wir anders machen können. Wir hätten tilgen können, mehr tilgen können, aber wir haben es nur einmal so gemacht. Dann sollten Sie, finde ich, wenn Sie den Punkt schon anfassen, auch die vollständige Statistik vorlesen und nicht nur einen kleinen Extrakt, der Ihnen gerade für diese Debatte gelegen kommt. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für ein schwieriges Thema. 5 Minuten ist ein bisschen wenig. Danke, Herr Staatsminister. Es ist ungewohnt, dass der Raum so voll ist. Von daher bin ich es auch nicht mehr gewohnt, dass es dann so viele Hintergrundgeräusche gibt. Ich bitte um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wir sind auf den letzten Metern. Und ich erteile für die SPD-Fraktion auf dem letzten Meter noch einmal Herrn Weiß das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister Boddenberg, Sie sind sonst ja eigentlich eher ein ruhigerer Vertreter hier vorne. Wenn Sie so wie jetzt gerade hier die Kontenance verlieren, dann finde ich, dass offensichtlich da schon wir einen Punkt getroffen haben an dieser Stelle. Offensichtlich wir einen Punkt getroffen haben. Und ich will mal auf den einen oder anderen Punkt, der hier vorgetragen wurde, noch einmal eingehen. Da wird erzählt, wir wollten damit Planbarkeit erreichen.
Ja, eine Planbarkeit erreichen Sie mit so etwas immer, aber völlig egal, zu welchem Zinssatz. Wenn Sie zu 10 oder zu 15% abgeschlossen hätten auf 50 Jahre, hätten Sie auch eine Planbarkeit erreicht. Zwar eine relativ schlechte, das ist doch kein Argument. Und zum Thema Planbarkeit. Die Forwards, über die Sie hier auch geredet haben, über die 10 Jahre, was Sie hier als Versicherung verkaufen, das ist ein Vertrag zwischen dem Land und der Bank über 10 Jahre. Die Bank zahlt dafür eine Prämie an das Land, und dafür hat die Bank das Recht, nach 10 Jahren diesen Vertrag zu kündigen. Das ist das, was Sie gemacht haben. Das ist eine Option für die Bank, diesen Vertrag zu kündigen. Damit haben Sie gehandelt. Das ist Optionshandel, den das Land da betrieben hat. Und die Frage ist, wie sieht es denn mit der Planbarkeit aus? Nach 10 Jahren, die Bank hat das Recht, alleine den Vertrag zu kündigen, nicht das Land. Nach 10 Jahren kann die Bank entscheiden, und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder der Zins ist gut für die Bank und schlecht für das Land, so wie jetzt gerade, dann sehen wir dabei schlecht aus als Land, dann wird die Bank den Vertrag nicht kündigen. Oder der Zins ist schlecht für die Bank, dann wird die Bank den Vertrag kündigen. Dann entfällt aber dieses Argument der Planbarkeit, die Sie ja gerade erreichen wollten, total, weil Sie nämlich dann die Verträge wieder los sind. Also diese Forwards machen in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Und sie als Versicherung zu verkaufen, geht schon gar nicht, weil da ein erhebliches Risiko mit einhergeht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn sonst erzählt wird, hier ist ja alles super und das ist alles prima gemacht, da frage ich mich hier, Sie haben doch gerade vor einem Monat haben Sie das Haushaltsgesetz geändert. Da haben Sie die Ermächtigung geändert und wieder rausgestrichen, die Sie von der CDU selber vorher reingeschrieben haben. Warum haben Sie das denn gemacht, wenn Sie hier sagen, wir haben überhaupt keine Fehler gemacht und alles war super? Das muss mir mal einer erklären. Und zum letzten Punkt, Herr Kollege Boddenberg. Ich habe das eben schon einmal angesprochen mit dem Brexit. Sie haben diese Derivatgeschäfte auch mit englischen Banken, Barclays beispielsweise, abgeschlossen und hinterlegen dafür enorme, horrende Sicherheiten im Milliardenbereich bei Barclays. Wie sieht es denn mit dem Brexit aus? Es gibt keinen Anschlussvertrag. Wie sieht es aus, wenn diese Verträge wegfallen? Was ist mit diesen Milliardensicherheiten, die bei Barclays liegen? In diesen ganzen Geschäften sind so viele Risiken drin. Zum Thema Barclays Brexit waren Sie völlig blank im Haushaltsausschuss, konnten Sie überhaupt nichts zu sagen. Das ist nur ein Zeichen dafür, wie viele Risiken in diesen Geschäften drinstecken. Und da können Sie sich nicht hier einfach hinstellen und sagen, wir haben alles richtig gemacht, war nur eine Versicherung, völlig ohne jedes Risiko. Liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Boddenberg, wir werden an dem Thema dranbleiben, kann ich Ihnen sagen. Und wir werden noch das ein oder andere Mal im Haushaltsausschuss und auch hier im Hessischen Landtag über diese Geschäfte und über die politischen Verantwortlichkeiten dafür reden. Herzlichen Dank. Danke, Herr Weiß. Für die Linken hat sich nochmals Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ich habe gute Ohren. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Finanzminister Boddenberg hat gesagt, ja, man muss sich doch eine Zinsmeinung bilden, wenn man ein Management über die Schulden des Landes Hessen organisieren muss. Und ja, man mag sich eine Zinsmeinung bilden. Diese Zinsmeinung muss aber für verfügbare Geschäfte zu dem dann vorliegenden Zeitpunkt gemacht werden und eben nicht sich eine Zinsmeinung für irgendwann in die Zukunft auf eine Zinsentwicklung zu spekulieren, weil Sie doch sonst auch an die Steuerungsfähigkeiten des Marktes als eine ganz wichtige Instanz glauben. Und dann sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen, was Expertinnen und Experten da sagen, z. B. der Landesrechnungshof Hamburg, der sagt, man kann bei der Zinsentwicklung nicht dauerhaft schlauer sein als der Markt. Und da muss man doch sagen, dass Sie sich mit Ihrer Zinsmeinung für die Zukunft verspekuliert haben. Zweitens. Dazu hat der Kollege Marius Weiß etwas gesagt. Sie sprechen von Planbarkeit. Sie sagen aber nichts dazu, dass Sie Geschäfte abgeschlossen haben, die den Banken bei diesen Geschäften ein einseitiges Kündigungsrecht ermöglichen, nach 10 Jahren von diesen Geschäften. Und diese Banken werden doch dieses Kündigungsrecht nur dann in Anspruch nehmen, wenn es sich für sie rechnet, wenn sie daran verdienen. Und mit solchen Geschäften haben sie erst Risiken für das Land geschaffen. Das ist das Gegenteil von Sicherung.
Und drittens, der Vergleich von Versicherungen, der stimmt einfach nicht. Bei einer Versicherung steht die Prämie bei Abschluss fest gegenüber dem Risiko, für das man sich versichert. Der Landesrechnungshof kommt mit seinem Bericht zu dem Ergebnis, dass man mit dem Abschluss von Derivatgeschäften erst eine Anhäufung von Risiken geschaffen hat. Und deswegen ist ein Derivatgeschäft keine Versicherung, sondern es ist am Ende eine Spekulation. Viertens. Wir haben das Problem, dass das Land Hessen gewaltige Milliardenbeträge bei privaten Banken als Sicherheiten, als Collaterals hinterlegen muss. Der Landesrechnungshof spricht von einem zwar hypothetischen, aber eben doch von einem Risiko. Was ist, wenn da Zahlungsausfälle drohen? Was ist, wenn eine Bank da in die Insolvenz geht? Auch mit diesen Collaterals haben Sie Risiken erst geschaffen. Und zum Abschluss. Ich würde gerne einmal wissen, wie eine CDU in der Opposition agieren würde, wenn eine wie auch immer geartete Landesregierung Milliardenbeträge verloren hätte. Egal, ob wir es Schulden nennen, ob wir es Schaden nennen, Nachteil oder Verlust. Mich würde interessieren, wie die CDU reagieren würde, wenn eine andere Partei so etwas in der Regierung zu verantworten hätte. Ein Hinweis, Kollege Weiß hat es schon angesprochen, liefert eine Kampagne der CDU aus dem Jahre 1976. Ich zeige es mal, dieses Bild. Hier steht, lieber Albert Oswald, gemeint also SPD, Ministerpräsident, du hast mit deiner Hehlerbar 2 Milliarden Mark verloren. Meine Mutti sagt, dafür hättest du 10 Jahre lang 5.000 Lehrer bezahlen können. Was machst du jetzt? Meine Mutti wählt jetzt CDU, Gabi. Ich sage, lieber Volker Bouffier, du hast mit deinen Derivaten 4,2 Milliarden Euro verloren. Meine Mutti sagt, dafür hättest du 10 Jahre lang 7.500 Lehrer bezahlen können. Was machst du jetzt? Meine Mutti wählt jetzt DIE LINKE, deine Gabi. Danke, Herr Schalauske. Mir fehlt jetzt die Möglichkeit, ob der letzte Satz der Wahrheit entsprach, zu überprüfen. Aber das klären wir dann mal anders. Wir sind am Ende der Debatte zu diesen Tagesordnungspunkten angelangt. Wir werden in wenigen Minuten auch über diese Beschlussempfehlungen dann gleich abstimmen.